Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Ja, wir haben wieder ein bisschen gebraucht, bis ich wieder einen Part aufnehmen konnte, weil ich sehr beschäftigt war mit dem Server von Minecraft. Aber jetzt bin ich wieder zurück. Ich habe ein bisschen gelevelt, einfach immer wieder 10, 20 Minuten gemacht und bin leider nicht so vorwärts gekommen. Ich bin jetzt Ende Akt 4. So, das wäre doch ein guter Ding. Da haben wir noch den Polex, den wir schon zum 5000. Mal gefunden haben. Hier haben wir ein Elder Sword gefunden. Und zwar Chaos Damage. Maim on Hit, cool. Maim ist was? Ich kenne Mom. Aber Maim. Mana after I'm hit. I hit. Keine Ahnung. Und Meshwood's Wake of Destruction. Oh, die sind recht gut für einen Nahkämpfer. Für einen, der eher defensiv ist. Hä? Der White Swing müssen wir mal vergleichen. Ah, das war da irgendwo bei hier. Vergleichen wir den mal. Ja, ist schwächer, hä? Gut, dann tun wir hier hin. Noch einen, der auch noch schwächer ist. Toll. Ja, den können wir verkaufen. Ich mache nicht so viele Bogencharaktere. Ich will einfach mit Skills, dann tue ich alle Bögen identifizieren. Ich brauche einfach Skills, also eins auf zwei auf physische Skills und eins für Feuer-Skills. Also, was haben wir sonst noch hier? Genau, den Sapphire Ring. Das ist nämlich der Fire und Eis, oder wie er heißt. Pyre. Ja, Eis auf Feuer umgewandelt. Jo, den könnten wir vielleicht für die Feuerball-Hexe benutzen. Und ja, die zwei noch reinlegen. Hä? Gut, dann fangen wir an gleich. Ich bin schon wieder in Diablo 2 mit 3. Malachai, genau, Malachai. Wieso heißen die fast gleich? Also noch kurz einen Bogen. Verschrotten. Ah, die geben schon einen Orb auf Augmentation, genau. So, also machen wir kurz den Malachai. Geskillt habe ich jetzt einfach die Auren, aber ich kann immer noch nicht 3 Auren haben. Sonst habe ich einfach zu wenig, ich habe noch kein Blutmana. Ja. Ah ja, genau, wir müssen ja runter. Stimmt, das müssen wir auch immer wieder machen. Zum Glück habe ich das gestern nicht gemacht. Dass man nimmer wieder machen muss, das ist schon nervig. Ach ja. So. Zombies wieder aufbeschwören. Ja. Komm, los geht's. Kommt raus, ihr kleinen Zwuckel. Noch ein paar Bogenschützen. Und jetzt alle auf sie. Los, alle auf sie.
ein bisschen rein, drinnen stehen in der Attacke von ihr, aber wir haben sie besiegt. Sie haben keine Chancen gehabt. Sie hat so wenig Chancen gehabt. Das ist Wahnsinn. Okay, da haben wir die. Dann müssen wir die anderen zwei, die nervigeren, noch erledigen. Okay, hier geht's gar nicht. Ah, das ist Rückweg. Hier ist zu weit, okay. Tschüss. Brav, bitte. Mitnehmen. Heute gibt es einen Livestream. Ich werde ein bisschen Path of Exile eventuell spielen. Ich muss noch schauen, wann und wie. Es kann sein, dass es mal wieder nicht geht, weil ich einfach nicht alles anpassen kann oder so. Aber ich möchte endlich mal auf Twitch gehen. Deshalb brauche ich da vielleicht noch einige Zeit nachher. Und dann gibt es weniger Parts heute. Aber dafür eben Livestream den ganzen Abend, solange ich genug fit bin. Weil ich ja krank bin, habe ich immer ein bisschen weniger Zeit. Weil ich dadurch auch ja, Sachen machen muss, die halt Zeit kosten. Nein. Nein. Oh, der hat einen Schlag, hey. Oh, oh, oh. So. So, es besiegt alle. Ja, die Gegner sind schon stark, hä? Das muss man einfach so mal sagen, dass ich immer etwas Falsches finde. Nie die richtigen Legend, also Unique Item. Das ist das größte Problem. So, jetzt machen wir den hier. Wo ist der Eingang? Der wurde ja ein bisschen geändert. Ich weiß jetzt. Ja, er war trotzdem ein bisschen nervig noch. Noch Augen. Diese blöden Blitze nerven, weil ich so wenig Ding habe. Widerstände, Resistenzen. Okay. Yay, geschafft. Jetzt muss ich aber unbedingt noch kurz schauen wegen den Resistenzen. Ich habe so viel MF drin. Ja, ja, nicht mehr so viel. Plus noch die vom Game. Ja, sogar Chaos Damage Minus. Die anderen nicht so gut. Feuer Damage habe ich gute Resis. Okay. Der besiegt einfach alle meine Truppen. Ja, da konnte ich nichts. Diese Scheißblutung. Wieso kann man diese Blutung nicht endlich mal ausmachen? Das ist wirklich das Frechste an diesem Spiel. Man darf nicht mal mehr abhauen. Man hat keine Chance zu überleben. Ja. Ja, ich wusste, dass da noch Gegner kommen. Aber nein, die Totenköpfe wollen nicht dorthin. Okay. Da haben wir noch ein bisschen einen Weg. Der will natürlich nicht zurückgehen, sondern muss noch einen Schlenzer machen. Tja. Okay. Ja. Jetzt können wir ein bisschen rennen, jetzt sind hier alle Gegner weg, nur der ist noch hier. Die eben so spät rauskommen.
Also wirklich, Akt 4 ist wirklich am nervigsten. Das ist einfach nervig, wenn überall irgendwo etwas rauskommt. Ist doch kein Spielerlebnis. Quassel dir jetzt nicht die Hosen voll. Hopp, hopp. Boah, was war denn da? Ja. Hey, nicht lecken. Ich wurde... Mann, das hat mega geleckt. Sehr heftigst. Wieso leckt das? Wegen zwei Skills, die er einsetzt. Wegen 1000 Skills auf mich herauf. Ja, eben. Ich habe so schlechte Resistenzen. Ich muss das irgendwie durchkämpfen. Und wieder reingehen. Ja, danke. Man sieht's nicht. Dieser Spacken hat auch viel Leben. Schaffen wir das nicht? Eieiei. Jetzt spawnt doch endlich mal und tötet sie. Jetzt haben wir überall noch diese. Das ist Wahnsinn. Die zweite Stufe ist dann hoffentlich ein bisschen einfacher, je nachdem, was wir haben. Hä? Kann nur spammen. Übertreib's nicht, bitte. Wahnsinn! Ich muss auf so viel achten, ich kann nicht mal reden. Ja, klar! Wie viel Reichweite hast du plötzlich? Ja klar. Spawnst mir das in den Schuhen rein. Danke. Richtig toll. Ja. Ich laufe noch rein. Ey, ist das nervig und ich hab dieses scheiß Kill nicht. Ich muss die Leichen erdingen. Komm. Wie viel Schaden der überall macht. Ist einfach unfair. Wie viel wenig Schaden er bekommt. Ich muss mal ein bisschen umequippen vielleicht. Jetzt... Ich glaube, er ist nur so schwer, weil ich eben diese scheiß Ding habe. SRS. Raging Zoom Spirit. Jetzt beschwört dieses Scheiß. Danke. Ist doch nicht zum... Das macht mich einfach so kaputt. Ja, geht nicht nach oben, bitte. Die KI. Das Spiel hat eine hässliche KI von einem Kind. Von einem Kleinkind. Das ist ja Wahnsinn. Ja klar, der kommt einfach hier raus. Ich hab keine Chance mehr. Er übertreibt. Oh, endlich, ey. Boah. Ja, verreck noch. Genau. Wieder das gleiche gefunden. Das ganze Spiel ist irgendwie auf eine Art broken. Also wenn du immer noch zuschaust, der im ersten Part geschrieben hat, dass das Spiel zu schwer für ihn ist, jetzt finde ich das Spiel auch zu schwer, gerade in diesem Moment,
wenn man einfach nichts findet, wenn man keine Zeit hat, ist das Spiel gewaltig schwer. Man hat einfach keine Chance. Aber, ja. Eben, ich habe auch keine Zeit. Also, ich kann nicht das equippen, was die anderen so equippen können, weil sie natürlich alle handeln und sonstige Sachen machen. Und ich es nicht mache. Das ist es. Also, ich bin self-found. Man hat Probleme mit self-found. Aber mit der KI hat man noch mehr Probleme, wenn man KI-abhängig ist. Und das ist so, weil die KI schlechter ist als in Diablo 1. Ich weiß nicht, wieso können die KI nicht besser machen? Das ist, also das ist wirklich die größte Frage, die ich eigentlich in Pufferfix erstellen kann. Wieso ist die KI sowas von dämlich? Können doch nicht, die Totenköpfe können doch nicht die ganze Zeit diese Zombies angreifen, die sowieso keine Gefahr ist. Das ist doch völlig Beschiss. Der größte Beschiss. Ja. Ja, tun wir wieder die Zombies beschwören. Gut. Increased Duration können wir gebrauchen. Lalalala. Ja. Da ist er. Du droppst nur Schrott. Gut. Oh je. Jetzt machen wir noch ein bisschen weiter, hä? Oh, da bekomme ich schon eine Belohnung. So. Wieso habe ich das gleiche Amulett nochmals gefunden? Hei. 14, 36. Ja, ist besser. 25, 25 ist normal, das bleibt normal. 16, 2, ja. Ist besser. So. Ah, oh, Mann, ich brauche doch einfach mal einen Skill höher. Eieiei. Ist das denn so schwer? Oh, ein guter Helm eigentlich. Naja. Nee, lassen wir das. Increased Attack Speed. Nein. Movement Speed einfach. Das ist Schrott. Schrott. Eine Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, die Ringe können wir einfach mal behalten. Increase the Duration und dann mal verkaufen. So. Also mache ich heute ein bisschen einen kürzeren Part und werde noch ein bisschen farmen. Eventuell Ende Akt 1 werde ich dann weiterzeigen. Aber momentan ist es einfach so, die Videos brauchen zu viel Zeit. Ich kann Pufferfix nicht so viel aufnehmen. Ich kann immer nur zwischendurch spielen. Da kann ich nichts aufnehmen. Also das sind nur 10 oder 20 Minuten. Und ja, dann tue ich einfach immer wieder einen Run machen. Tue ich immer wieder farmen, dass wir einfach equip bekommen. Also rasche ich jetzt mal durch und zeige euch dann die Farms, hä? Gut, auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. War wieder ein bisschen ein böser Part, aber naja, bis zum nächsten Part. Euer Drago. Tschüss.